Heute geht es weiter mit den nächsten Events. Und wir fangen heute an mit der Skandinavien-Tour. Das wird ein kleines Turnier werden, wie ich das gerade sehe. Das heißt, wir werden uns heute wahrscheinlich nur darum kümmern, um das Turnier. Dann ist hier wieder so ein Einzelding. Ja, dann machen wir heute wahrscheinlich die drei hier. Also heute das Turnier, morgen die zwei dann. Dann fahren wir am Donnerstag das Turnier. Und am Montag nächste Woche schließen wir das Ganze ab. Okay, ne, machen wir so. Okay, gehen wir rein mit der Skandinavien-Tour. Das ist das erste Rennen, was es heute uns ansteht. Wir fahren natürlich mit unserem Firefly und gehen rein in den ersten Tag. Und damit herzlich willkommen zu Wreckfest. Entschuldigung. Das habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Ich glaube, ich kann sagen, dass ich was Falsches gesagt habe. Ich habe, glaube ich, Quid gesagt. Aber es ist ja kurios. Es ist Wreckfest. Entschuldigung. So, ich bin ein bisschen angeschlagen. Wie das verfolgt hat, wird in den letzten Tagen mitbekommen, dass ich eine OP hatte, dementsprechend nur ein bisschen wenig im Sprechen kann, aber wir versuchen es halt irgendwie hinzukriegen. Leben muss ja weitergehen. So, Firewood Motor Center. Okay. Ah, ein bisschen schlecht weggekommen. Das hat natürlich mega, kostet natürlich mega viel. Einfach mit Kuppel hier, Grave Digger. Während die anderen jetzt natürlich auch kuscheln kommen. Das Ziel ist natürlich, so weit wie möglich nach vorne zu kommen. Schön außen hier bei die. Oh. Ja klar, gegen die Kombi habe ich null Chance. Wenn mir natürlich nochmal wieder ein paar Positionen gekostet hat. Hole ich ihn mir und setze mich mal zumindest gerade so auf das 2 oder 3 Runden heute. Während ich mir den Kollegen da jetzt angel. Und in der ersten Runde zumindest mal in Führung gehe. Das ist erstmal wichtig, dass wir hier ein bisschen vorne sind. Vor dem guten Jumper Jack. Also jetzt, oh, da hat sich einer komplett rausgedreht gerade. Wurde auf der Minimap noch kurz zu sehen, dass einer neben der Strecke stand. Ja, die kleben uns natürlich ein bisschen am Arsch gerade. Das ist nicht viel, das ist nicht mal eine Sekunde. Wir gehen jetzt in die alles entscheidende letzte Runde und hoffen, dass wir das Auto auf der Strecke gehalten bekommen oder beziehungsweise nicht auf der Strecke, sondern dass wir das Ding ins Ziel gebracht haben, Ziel bringen können. Und ich habe gerade auch so ein bisschen gesehen, dass ich der einzige YouTuber bin, der tatsächlich dieses Spiel momentan spielt. Es ist auch wirklich witzig gemacht, also muss man sagen. Zum Beispiel vor allen Dingen im letzten Mal das mit dem Sofa zum Beispiel, das fand ich ziemlich witzig, oder mit dem Mähdrescher. Ah, ich hatte gesehen, hat noch die anderen noch auf diese Folge hochgeladen. Ich fand sie witzig, muss ich sagen. Ja, doch. Das macht mir definitiv Spaß. So, und jetzt gibt es momentane Frustmomente, aber die gibt es in jedem Rennspiel. Die gab es auch bei Grid, die gab es aber nie für Speed und. Wir sind jetzt fast vorne dran, letzte Runde, letzten Meter. Und gewinnen diesen ersten Lauf. Hier in. Firewood. Genau, also nicht die schnellste Runde, aber das dritte, der schnellste hat tatsächlich der Ram mit dem Boomer. Eine 50,9 Sekunden. Wir waren zu 1,2 Sekunden langsamer, aber wir konnten uns vorne wegsetzen. Und gewinnen dieses erste Rennen und holen uns erstmal einen Rennauspuff für die Killerbee. Und sind kurz vor Level 9. Und gehen jetzt gleich sofort in den zweiten Lauf. Ja, gehen wir rein. Und zwar auf Pine Hills Raceway, Banger Race. Naja, mal gucken. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ich hoffe, dass wir es hinbekommen. Ich habe es in irgendeinem Licht an. Slams. Schon mehr.
Ja, klar, natürlich. Aber wenn er jetzt mit so einem kleinen Zwerg ankommt, gegen so ein Kombi oder sowas. Puh. Ja. Merkt man auf jeden Fall. So, Panzerfaust, sind wir dran, wie gesagt, nach wie vor, wie gesagt, noch ein bisschen aufpassen, da sind noch die Fäden drin und ich habe die zweite, das heißt, nur für die Leute, die es wissen wollen, ich habe eine weiße Zahn OP gehabt. Nichts Tragisches. Nur ein bisschen auf die Hände sprechen. Mittwoch kommen auch die Fäden raus. Also, was ist das? So, gehen wir rein. Auf jeden Fall ins Rennen, in den zweiten Lauf von vier insgesamt. Den wir uns auf jeden Fall auch angucken. Ich zeige euch wie immer natürlich alle Strecken. Und dann jetzt alle Läufe. Gehen wir jetzt erstmal vorne weg. Wir haben den Pony Cracker. So, jetzt bin ich wieder vorne. Jetzt sind auch wieder die drei Runden. Dann sind wir alle wahrscheinlich sechs wieder. So, einmal anbremsen hier in diese Haarnadel. Aber schön hier runter. Ich wollte gerade sagen, da unten hängt schon das erste Auto. Aber wie soll der da hinkommen? Dann haben wir die erste Runde durch. Das war dann für der Schatten von unseren Autos. Ah, da sind sie zwei, drei so ein bisschen dran. Ja, natürlich, klar, das Rammen ist hier das A und O, ne? Wenn du hier Kontrahenten von der Strecke schiebst, dann hast du vielleicht einen Vorteil, dass du weiter durchkommst und der Konkurrent ein bisschen sich anstellen muss. Aber wir gehen jetzt erstmal mit einem guten 3,5 Sekunden Vorsprung in die zweite Runde. Wir liegen mal die Reifenteile auf der Strecke, aber das ist jetzt uns egal. Schön ansteigen, damit wir ein bisschen Abstand noch hinkriegen. Wir haben jetzt schon mal 4,5 Vorsprung. Wir gehen jetzt gleich schon in die alles entscheidende letzte Runde. Sie aufpassen, nicht da irgendwie sich in die Wand drehen. Das ist eine neue beste Runde. 1:04,9. Gut, die erste Runde war klar, weil wir erstmal durch den Verkehr durch mussten. Sind auch relativ souverän durch. Ich muss wieder ein bisschen Kohle sammeln, damit ich die Autos aufbauen kann. Wenn wir verdienen, umso mehr wir aufsteigen oder umso mehr Rennen wir fahren, umso mehr Kohle verdienen, ne? Oder Credits, ist ja keine Geldeinheit. Credits. Ja, wir haben verloren ein bisschen. Aber es sieht auch daran, dass ich gerade auch ein bisschen souveräner, ein bisschen auf Sicherheit gehe. Wir haben dafür das groß genug, 2,6 Sekunden. Also das kann ich auch ganz schön wieder drehen. Die Jungs wollen ein bisschen rankommen. Was mir so ein bisschen auf die Atmosphäre fehlt, ist ein Kommentator oder so. Wie wir das zum Beispiel in Dirt hatten. Und in 4 hat man nämlich einen Kommentator in der Strecke. Der fehlt hier so ein bisschen. Würde noch ein bisschen mehr Atmosphäre bringen. Aber wir trotzdem. Wir gewinnen trotzdem das Rennen. So. Erste Rennen. Wir haben trotzdem nicht die schnellste Runde. Wir haben eine halbe Sekunde Rückstand auf die Bestzeit von Ramram. Wieder mal Ramram. Der hat eben schon im ersten Lauf die Bestzeit gefahren. Power, Power, Power und Panzerung vor allen Dingen. Rennabgaskrümmer, Renneinsaugstutzen und die leichter Fenster, also Fensterrahmen. Ja. So, klar, umso höher der Schwierigkeitsbonus. Wir fahren auf leicht, oder was heißt leicht, wir fahren auf mittel. Aber egal. Ich freue mich wieder auf so ein Demolition Derby, da bin ich ziemlich happy drüber. So, Lauf Nummer 3, der uns jetzt gleich ansteht. Schauen wir mal, wie wir was hinkriegen. So, genau, mit erhöhter Kriegsschwierigkeit der aktivierten Verhalten werden die Belohnungen besser. Durchaus klar. Aber wir kriegen das schon irgendwie so hin. Ich denke, am Ende werden nochmal richtig fette Belohnungen kommen. So, Rosenheim Raceway, den kennen wir ja auch schon in die Strecke.
Ist das wirklich, ist das das Rosenheim in Deutschland? Das wäre jetzt sehr cool. Ich weiß nicht, ob es die Strecken, also die Strecken wirklich gibt, oder ob es fiktive Strecken sind. So, auf jeden Fall. Heute auch wieder drei Läufe. Das ist das Halbfinale quasi. Wer jetzt hier ein bisschen was reißen kann, der kommt schon mal ins Finale. Ja, den einen wollte ich schon ein bisschen wegdrücken. So, den nehmen wir schon mal mit, den Jungen. Oh, da hat sie Ponycracker erwischt. Den habe ich ihn noch erwischt beim Anbremsen. Das war jetzt auch wieder ein bisschen abziehen. Das ist ja hier auch vollkommen okay. Das ist ja so ein bisschen mit auch das Ziel des Spiels, hier die Leute rauszujagen. Ach, hier geht es gar nicht weiter. Hier ist jetzt nochmal in Position. Das wird nochmal verdammt eng. Es reicht aber, um vorne zu bleiben. Die hat es auf jeden Fall auch den einen oder anderen mal mitgenommen. Auch hier wieder über drei Runden. Schade, sind wir jetzt mittlerweile. Anzahl der Rundenführung, ja, eine von zwei. Naja, wir kriegen sie schon. So nehme ich die Runde mit. Muss ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht. Wird einer auf jeden Fall sehr weit nach hinten gehauen. So, neue Bestzeit in dieser Runde. Wir sind jetzt in unserer letzten Runde. Erreicht. Zwei Runden Entführung. Okay. Ich hätte auch hier unten mal drin sind. So, jetzt will ich noch mal irgendwie was noch verlieren. Nein, nein, der hat schon genug. Da war nämlich noch ein Fehler mit drin. Und damit gewinnen wir dieses Halbfinale und ziehen da ziemlich souverän mit drei Siegen ins Finale ein. Was auch die Punkte betreffen sollte. Ja, sag ja. Jetzt geht's ins Finale. Auch hier gibt's wieder ein paar Punkte. So, auf geht's. Finale, liebe Leute. So, okay, los geht's. Geht also gleich los. Wir standen von Platz 11 und diesen letzten Lauf wollen die natürlich mit nach Hause. Ne? Tut mir leid, ich muss da mal ganz kurz durch. Die kleben haben natürlich schön an der Backe. Oh, Glück gehabt. Da, den habe ich jetzt gerade schon an dem Baum gesehen.
Der Grave Digger, oh, der drückt sich natürlich vorbei und holt sich. Ich bin auf dem Platz dahinter, ja. Auch hier sind wir uns wieder nur drei Runden. Tut mir leid, ich muss da mal weg. Lauf. Oder Runde Nummer 2, vorletzte Runde. Okay, dann sind wir zeitnah durch mit dem. Links ist ja schon der letzte Lauf hier dieses Rennen, dieses Events hier, dieses Turniers. Ja, wir können uns ein bisschen lösen. Neuen Kollegen ein bisschen aufbocken, aber das hat sich ganz so geklappt. Und wieder da hinten sind zwei Autos neben der Strecke komplett. So, wir gehen jetzt führen dann die letzte Runde. Heißt du verloren? Ja, die kleben uns immer noch im Arsch, der eine zumindest. Ja, da muss ich mich gerade ein bisschen wehren. Das ist der Ponycracker. Der ist natürlich ein bisschen heiß, weil der von uns in dem letzten Lauf weggedreht wurde. Aber jetzt nochmal. Aber jetzt wiegt es oder sagt dann, ich hau dich trotzdem jetzt in der letzten Kurve noch raus. Da ist er zu weit weg. Und das geht auch komplett an uns, dieses Turnier hier. Mit 4 Siegen. Und immer Platz 1. Und diesmal haben wir auch die schnellste Runde. Knapp, aber wir haben sie. So. Nein, noch nicht ganz Level 10. So, damit haben wir es. Platz 1, Bonusziele von 3 von 4 erreicht. Volle Punktzahl. Gut, dann würde ich sagen, wir mal feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Wakefest und dann geht es weiter mit dem Doppel hier. Und zwar der Hateful Eight. Da gibt es, glaube ich, jetzt sogar einen Film oder so drüber. Ne? Der kam jetzt vor kurzem, wie auch immer. Und dann geht's weiter mit The Great Escape. Na gut, wir sehen uns weiter auf jeden Fall morgen. Bis dahin und tschüss.